Zu mir. Welche von oben? Ich hab noch Aquamarine am Start. Sind die leider? Nö. Achso. So, das kommt da mal rein. Alter, die Halle kommt so aus. Haselnuss kommt da rein. Haselnuss! Der goldene Käse macht halt einfach nochmal 100 Energie mehr als der normale, ne? Es wird. LOL, wir haben 0 Uhr? Ja. Alter, ich gehe hier raus. Ich hab's dir gesagt, geh mal raus, ist voll spät schon. Ach, du bist schon raus? Ich bin schon zu Hause, ja. The fuck, ich bin da noch am Rumdümmeln die ganze Zeit. Moin. So, Metal. Oh, wir haben jetzt Smaragd, Alter. Junge, wie viel neuen Scheiß wir jetzt schon wieder haben. Tiere haben wir heute gemacht, ne? Yes, glaube ich. Haben wir? Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Ist egal. Warum bist du in dein Haus? Gewohnheit. So, zweite Level up! In? Sammeln. Neues Herstellungsrezept, Kohlebrennofen und neues Herstellungsrezept, wilde Saat im Sommer. Welches Level ist das? 4. Und okay. Ich bin fast 5. Ich bin schon groß und 4. Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann und tschüss. Dein Apfelbaum konnte letzte Nacht nicht wachsen. Wen hätte es überrascht? Post. Hallo Marcel, ich würde meinen Kühen gerne einen speziellen Leckerbissen gönnen. Sie sind so gute Mädchen und haben auch Hunger. Könntest du mir ein wenig Amaranth bringen? Sie lieben das Zeug. Danke, Mani. Ja, ganz ehrlich, wenn man die Scheiße zu dir bringt, bist du eh nicht da. Was willst du eigentlich von uns? Alter, ich glaube, das wächst nur im Frühling. Bündel Amaranth. Alter. Ich glaub, Amaranth ohne Scheiß, wenn man zu dir nach Hause geht, um ihr das zu bringen, ist die nie da. Nie im Leben. Ich mach mal ein paar Tortillas, ne? Ich hab ein bisschen Mais geerntet gerade. Gut, ich hab schon gegossen. Fertig. Man kann übrigens das Zeug, was im Kühlschrank ist, gleich beim Kochen mit benutzen. Ne? Du musst es nicht im Inventar haben. Wenn es im Kühlschrank liegt, dann reicht das aus. Nein, ernsthaft? Alles klar. Dieses Spiel ist der Hammer. Brauche ich gar nicht erwähnen, aber trotzdem. Eine Folge nehme ich noch auf. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer Brennfolge Stardew Valley PT mit Marcel. Davis heute wieder am Start. Hi. Hi. Mr. Miyagi hat es immer gesagt. Hi. Hi. Ja, Leute, man sieht aber die... Was ist an scheiß Bäumen los, Mann? Machst du Tiere oder soll ich? Mach du mal. Stimmt, ich muss ja eh Tiere machen. Ich habe ja den Bonus dafür. Ich bin jetzt der Tiermeister. Ich liebe die Tiere. Ich mag das mit den Tieren zu machen. Das klingt falsch. Etwas. Was haben wir jetzt noch gebraucht? Eine Wildpflaume, Haselnuss. Fürs Kommissar. Große Milch. Ein prähistorischer Schädel. Los, ist da. Hier ist nix, alles fett. Was war denn das? Was war denn das? Was wir großes hier Ei. Haben? Großes Ei. Brombeere, natürlich. Wie konnte ich das vergessen? Wollen wir wieder Mayo machen oder? Ja. Nee. Mach mal Spiegeleier. Oh, scheiße. So, Tiere sind gemacht. Dann mal noch ein bisschen Käse. Ich geb dem Linus mal einen Käsi. Dem Linus. Dem ein Bastard. Udo Käsius. Warte mal, kam die Folge heute raus, die ich so benannt habe? Oh Gott, ich muss die Folgen für morgen und fürs Wochenende noch hochladen. Boah, scheiße. Was ist denn der? Da war ja gerade noch irgendwo, Alter. Weißt du, die Folge, die morgen am Freitag kommt, die ist noch nicht mal, hochgeladen. Die habe ich erst heute Nacht gerendert, weil der Rendervorgang abgekackt ist, weil Windows sich gedacht hat, oh, ich mache jetzt ein Update und dann starte ich den Rechner selbstständig neu. Fick dich, Windows. Bei mir morgen kommt, die lade ich auch erst morgen hoch.
Bin zur Zeit wieder ein bisschen am Nachlassen. Beschissenes Windows. So, ich bin in der Mine, Digga, komm auch. Dann gehen wir auf 120. Als ob. Ja, klar. Oh, ich muss ein paar Tortillas einpacken, Alter. Bring mir auch mal welche mit. 11 Stück haben wir, glaube ich, schon. Ich nehme die einfach alle mit. Soll ich das Spiegel auch mitnehmen? Scheiß drauf, nehmen wir alles mit, Alter. Let's go. Let's go! Das ist so geil zu kochen, Alter. Alter, ich bin letztens, bin ich den Weg zur Mine einfach zu Fuß gegangen. Lol, warum? Keine Ahnung, ist mir gerade auch so eingefallen. So, wir haben jetzt so ein Card. Ja, bin ich aber gerade auch, aber nicht, weil ich zur Mine wollte, sondern weil ich nach Dingern gesucht habe, die man aufsammeln kann. Sag mal, ist ab 120 Ende? Du hast gesagt, ich soll dich nicht spoilern. Weil ich, das kam, ja, wobei das Layout erweitert sich wahrscheinlich automatisch. Weil wenn nicht, ist 120 Ende, aber ich glaube nicht, dass 120 Ende ist, da kommt auf jeden Fall noch was. Safe so 150 oder 200. Meinst du? Gucken wir einfach. Steine sollen wir noch abbauen, damit wir endlich diese scheiß Leiter bekommen. Kann man schon wieder einen Käse droppen, ey. Willst du mir den anbieten? Nee, eigentlich nicht. Okay. Du warst gerade in der Nähe, deswegen wahrscheinlich. Der wird's jetzt. Nee, der hier bei mir. So geil. Na gut, viel Auswahl war ja nicht mehr. Oh, guck. Herzies. Leute, pisst euch. Geht er am Golderz vorbei und holt sich das Kupfererz, Alter. Was war das denn für ein Geräusch? Ja, der Heiler. Oder so. Smaragdo. Smaragd. Oh, Digga, jetzt eine Bombe, Alter. Ich hab sogar welche dabei. Hier ist übrigens gleich die Leiter. Zwei Level noch. Wuff, 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 wuff. Hier ist ein Pauli. Da war ein Smaragd drin, Alter. Ja, als ob. Die hast du doch safe gerade platziert. Nein, hier ist eine Leiter. Hier ist die gleich an der Leiter. Aber geh noch nicht runter, lass. Okay. Als ob. Als ob einfach wirklich 120 Ende war, lol. Schädelschlüssel gefunden. Du weißt nicht, wofür er ist, aber er scheint wichtig zu sein. Er wurde deiner Geldbörse hinzugefügt. Finde den Nutzen des Schädelschlüssels heraus. Oh mein Gott, Tobi sagt nichts und geht irgendwo hin. Nee, ich will nur unsere Regionen aufbrechen lassen. Lol. Cutscene. Ah, hallo, Louis und Robin stehen gerade an so einem schwarzen Brett. Ha, hallo Marcel, du bist zur perfekten Zeit aufgetaucht. Es ist unser neues besondere Bestellungenbrett. Robin und ich haben es von Grund auf neu aufgebaut. Louis, du hast nur die Nägel gehalten. Ignoriere sie. Der Typ ist so ein Spaß, ne? Jetzt lass mich erklären. Seit LPT-Hof wieder im Geschäft ist, hat sich die lokale Wirtschaft wirklich belebt. Infolgedessen haben mich einige der Ortsansässigen nach einer Möglichkeit gefragt, lokale Zutaten für ihre Geschäfte oder persönlichen Projekten zu beschaffen. So kamen Robin und ich auf die Idee, ein neues besonderes Bestellungenbrett für es die Leute mehr Sinn macht, größere Aufträge auszuhängen zu können. Leute, ob du da gerade einfach vorbeiläufst. Siehst du die Cutscene? Ja, ich habe sie gerade übersprungen. Aber siehst du uns da gerade stehen? Nee. Lol, weil du bist bei mir gerade in der Cutscene vorbeigelaufen. What? Ja, zum Beispiel habe ich vor, Hartholz für ein Bett anzufordern, das ich anfertigen möchte. Ich freue mich darauf zu helfen. Das dachte ich mir. Ja, erstmal Müll ausgeleert, ne? Ich würde nichts anderes von dir erwarten, Marcel. Was er jetzt einfach vor 10 Minuten zugemacht hat. Also, bist du dabei? Nun, ich bin sicher, dass du beschäftigt bist. Also werden wir dich nicht länger... Ja, jetzt halt die Fresse. Ja, ja. Och, überspringen, Alter. Jetzt geht's mir langsam auf den Sack, ey. Mein Gott, ey. Die müssen mich aber auch so zulabern die ganze Zeit. Lol, 25 Goldsterngemüse möchte der Typ. Kranker Wichser. Er kriegt gar nichts von mir.
Hey Pam. Luis wieder. Ich habe eine Idee, es ist eine Menge Müll im Wasser. Warum fischen wir nicht einfach ein bisschen heraus, um das Tal zu verschönern? Linus, nicht Luis. Was? Ja, meine ich doch Linus. Der, ey, das ist der größte Pennerheuchler, den es gibt. Ja, ja. Der Typ ist unglaublich. Unbelievable. It is unbelievable. Ich geh mal ins Community Center. Yeah, yeah, yeah. Bam, bam, badam, bam, 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 bam. Oh shit, oh shit. Ich hab mit Sam jetzt zwei Geschenke und ein Gespräch voll. Oh sheesh. Als ob man auf die Leute klicken kann und man bekommt einfach die beliebte Sams Favoriten raus. Hä? Laber nicht. Lol. What the fuck? Wieso sehe ich das jetzt erst? Das wusste ich tatsächlich nicht. Halt's Maul. Gemüse, tierische Produkte. Das ist alles, was ich ihm schon geschenkt habe. Finde ich geil. Fuck off. Fuck off. Oh Mann, ey, dieses Spiel überrascht mich jedes Mal aufs Neue. Das ist der Hammer. Ja, ich würde mal sagen, ich gehe jetzt nach Hause, ne? Oh lol, ich hab. Ah ne, hab ich die Wildbeere. Ah, die Wildbeere müsste ich in die Kiste haben. Wir haben 30 Herbstsaat bekommen. Ey, Wildpflaume. So, die Dinger bekommen wir im Winter. Ja, ich würde mal sagen, wir bräuchten jetzt for real endlich mal einen scheiß Blitzableiter. Aber wer kann den bauen? Keiner von uns. Richtig. Ich guck mal in die Kneipi. Du willst in die Kneipi? Soll ich auch mal rein? Wenn du möchtest. Vielleicht kann ich wieder irgendwem was Gutes tun. Pizzarezept. Pizza Recepto. Da gab es jetzt ein paar neue Sachen. Eine Pizza kannst du kaufen. Nicht das Rezept? Habe ich schon gekauft. Ich weiß nicht, ob du das extra kaufen musst. Ich kann eine Pizza kaufen. Warte mal. Rezept, Herstellung. Ne, es geht da wahrscheinlich nur in der Küche, ne? Ändert sich für dich die Musik? Ha! Ey, Davis! What's up? Weißt du noch, was neben dem Automaten stand, neben dem Präriekönig war? Ein schädelförmiges Schlüsselloch, ne? Lol, wo? Hier, bei dem Automaten hier. Ich hab da. Ach, das hast du gerade schon entschlüsselt! Ja! Level-Mode. Unimo Card. Ich guck gerade mal kurz rein. Lol, da wird sogar die Uhrzeit jetzt angezeigt. Das war ein Trash Game. What the hell? Was für ein Trash-Game. Oh, wir machen mal kurz Charakterraten, okay? Oh Gott, ja. Nein, ich habe keine Zeit zum Plaudern. Schön. Ich fange immer mit dem an. Es sind immer dieselben Spasti hier. Hey, was brauchst du? Kind? Ja. Hey Kind, du bist zu jung, um hier Trübsal zu blasen. Guten Abend, kann ich dir etwas bringen? Gas? Ja. Eine Freundin von mir führt einen Laden in der Wüste. Falls du jemals dort vorbeikommst, richte ihr Grüße von mir aus. Ich glaube, sie verkauft ein paar seltene Produkte. Erdbeeren verkauft die alte Hau. So, übrigens, Emily.
MLI. Gut, lass nach Hause gehen, ist 0 Uhr, Digga. Bin schon unterwegs. I'm in my bed, aber komm du bitte zu mir rein. Okay. Ins Bett gehen. Das Hofhuhn. So Leute, ich würde sagen, das war's mit der Folge. Das Hofhuhn. Ich dachte, ins Bett gehen. Talk. Wir sehen uns bei der nächsten Session und Folge wieder. Bis dann und tschüss, ihr kleinen. Alter, was? Ihr kleinen. So, meine Session ist beendet, Alter. Ich höre jetzt auf. Oh.